gerne mag. Darf hier einfach sein, wer uns sein Freund sein mag. Wir treten gern ein. Dankeschön. So, jetzt kommt der letzte inhaltliche Höhepunkt. Die musikalischen Höhepunkte gehen, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ihr nachkommt sowieso. Da kommen noch so ein paar ganz abgefahrene Geschichten. Und das multikulturelle Orchester, ich finde ja heute auch noch ein Orchester, das lohnt sich also auf jeden Fall, noch hier zu bleiben. Der letzte inhaltliche Höhepunkt ist der Vortrag von Walter Wien, der uns von der Regiotram in Kassel erzählt und sagen kann, wie man das hier am besten auf Gießen übertragen kann. Der Walter ist halt in Kassel intensiv mit der Regiotram beschäftigt, wird er euch gleich selber sagen. Und ich sage nur noch, dass ich gleich nochmal mit dieser Liste hier rumgehe, der Unterschriftenliste für den Bürgerinnenantrag für die Regiotram. Und ihr könnt mich auch ansprechen, wenn es hier rumgeht. Wer noch nicht unterschrieben hat, soll mal unterschreiben. Und ihr könnt mich auch ansprechen, dass ihr ein, zwei Listen mitnehmen wollt, um selber loszulegen. Kann man auch im Internet runterladen. Unterschriften sammeln jetzt. 1000 ungefähr brauchen wir, damit wir genügend haben. Eigentlich brauchen wir nur 900, aber irgendwie 50 Leute wissen immer nicht, wo sie wohnen und geben falschen Wohnort an. Das zählt ja nicht. Also am liebsten 1000 sammeln. Wer da mitsammeln will, die Liste mitnehmen. Und ich gehe damit jetzt rum. Und Bühne frei für Walter und die Regiotram in Kassel. So, das Mikrofon ist an. Ich freue mich sehr, dass es doch noch ein paar gibt jetzt hier. Die Sonne scheint, die sich diesen hoffentlich nicht langweiligen Vortrag von mir anhören wollen. Ich bitte erstmal ein bisschen um Nachsicht. Das ist für mich eine extrem ungewohnte Situation. Zum letzten Mal auf der Straße habe ich mich jetzt erinnert, das war an der Bergkaserne in den 80er Jahren, zu Zeiten der Friedensbewegung. Da war der junge Mann da, der war damals nämlich noch ein junger Mann auch dabei. Also alles, was jetzt hier daneben geht, hat natürlich was damit zu tun, dass ich normalerweise Vorträge in geschlossenen Räumen halte. Hinter mir eine PowerPoint-Präsentation, geht heute alles nicht. Ich bin gefragt worden, wie lange das hier alles dauern sollte, also keine Sorge, 15 bis 20 Minuten. Ich bin zwar hier der Rausschmeißer vor der letzten Musik, aber 2 Stunden werde ich nicht reden. Für das Thema Regiotram habe ich mir 4 Punkte vorgenommen und überlegt. Ich werde ganz kurz darauf eingehen, was das überhaupt ist, dieses System. Die meisten sind ja hier Expertinnen und Experten, denen werde ich nichts Neues erzählen, aber so ein paar wollen das vielleicht ja noch wissen. Dann, wie waren diese Erfahrungen oder sind die Erfahrungen seit über 10 Jahren in Kassel mit dem Regiotram-System? Das ist das einzige in Hessen im Moment. Was können wir dafür für Gießen an Schlussfolgerungen ziehen? Was können wir damit lernen für Gießen? Insbesondere bezogen auf das, was da drüben auf dieser einen Spur immer noch passiert. Und ich ende dann mit einem kleinen Ausblick, was ich mir vorstellen kann, wie man das noch in der ganze Systematik einbinden kann, die im Jahre 2035, Lutz, langsam lerne ich es, zum Thema zur klimaneutralen Stadt Gießen führen soll. Gut, fangen wir mal mit dem Thema an, was ist überhaupt eine Regiotram? Die meisten von euch und Ihnen werden ja wissen, was eine Straßenbahn ist. Die fährt nämlich auf der Straße rum, allerdings auf Schienen wiederum. Und behindert, das ist die Einschätzung des ADAC vor vielen Jahren gewesen, heute nicht mehr so, behindert den Pkw-Verkehr, weil sie nicht auf abgegrenzten Bahnkörpern unterwegs ist. Aber sie hat eben viel weniger Platzbedarf als die Autos, um die gleichen Menge Mensch durch die Gegend zu befördern. Sie ist elektrisch angetrieben, deswegen kommen mir immer die Tränen, wenn mir jemand was von Elektromobilität erzählen will. Es gibt seit über 100 Jahren elektrische Straßenbahnen. Man braucht viel weniger Energie für die gleiche Transportkapazität. Wir nennen das in Personenkilometern und sie ist in der Regel auch etwas schneller in der Durchschnittsgeschwindigkeit als der Bus. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie teilweise mindestens auf abgegrenzten Bahnkörpern nicht hinter stehenden Autos herfahren muss und dass die Haltestellenabstände etwas größer sind. Einen Nachteil will ich nicht verschweigen, ist für Gießen natürlich nachher interessant. So eine Straßenbahnstrecke fällt nicht vom Himmel. Dafür braucht man eine gewisse Bauzeit, dafür braucht man Planung und so weiter. Und zu den Kosten sage ich später noch was. Das Prinzip der Regio-Straßenbahn oder Regiotram kommt daher, dass vor mehr als 30 Jahren ein begnadeter Ingenieur in Karlsruhe sich überlegt hat,
Müssen wir denn die beiden Stromsysteme getrennt auseinanderhalten? Also Straßenbahn hat ein Stromsystem mit 750 Volt Gleichstrom. Völlig fast ungefährlich, wenn man da dran kommt. Wer schon mal versucht hat, den Strom von großen Bahnen anzufassen, der wird das wahrscheinlich leider mit dem Leben bezahlen müssen, weil nämlich die große Bahn 15.000 Volt Wechselstrom hat und das ist, kann ich nur jedem raten, davon wegzubleiben, nicht ganz ungefährlich. Also, Karlsruher Modell vor etwa 30 Jahren, die Idee, ich nehme die verschiedenen Strecken, die beiden Stromsysteme und baue mir ein Fahrzeug, was mit den beiden Dingern umgehen kann. Nämlich entweder einen Motor, der mit beiden Systemen oder zwei Motoren. Das hat der Kollege Ludwig damals eingeführt. Das Modell ist inzwischen in Deutschland durchaus auch in anderen Städten. Es hat noch nicht so richtig für Furore gesorgt, weil natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen passen müssen. Technische Einzelheiten schenke ich mir jetzt, einfach damit die Musik auch wieder etwas schneller dran kommen kann. Wen das näher interessiert, dem rate ich auf die Wikipedia-Seite Regiotram Kassel zu gehen. Da ist das alles nochmal viel ausführlicher und im Einzelnen erklärt, insbesondere für die vielen Ingenieure, vielleicht auch Ingenieurinnen, die hier sitzen. Ich wollte ja meinen Beitrag damit anfangen, dass ich mich als Peter angefragt hier vorstelle. Jetzt hat der Jörg Bergstedt meinen Namen schon verraten. Kleiner Einschub zu mir als Person. Ich kenne hier wahrscheinlich doch eine ganze Menge in den Reihen, die hier sitzen, aber das kennt mich doch nicht jeder. Ich bin seit 1977 Wahlgießener. Das Studium hat mich nach Gießen verschlagen. Ich bin in Hessen geboren und aufgewachsen, was man auch an meinem Dialekt manchmal hören kann. Meine Töchter lästern immer, mein Hochdeutsch wäre besser als mein Englisch, immerhin. Und alles das, was ich hier zum Besten gebe, hat nichts mit meinem Unternehmen, nämlich der Kasseler Verkehrsgesellschaft, für die ich seit 2012 arbeite. Vorher hatte ich 18 Jahre das Vergnügen, in einer ähnlichen Organisation in Frankfurt zu arbeiten. Das hat also alles nichts mit meinem Unternehmen zu tun, sondern alles, was ich hier von mir gebe, ist meine private Meinung. Das ist mir ganz wichtig. Ich kann natürlich nicht verhehlen und auch will das auch gar nicht verschweigen, dass diese 25 Jahre Berufserfahrung zuletzt eben in Kassel gewissen Einfluss auf mich ausgeübt haben und vieles von dem, was ich jetzt weiß, weiß ich natürlich aus beruflichen Gründen. In Gießen war ich auch früher schon aktiv, zu Zeiten, als ich noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni das Vergnügen hatte. Die Stadt Gießen war so freundlich und hat zwei Initiativen. Anfang der 90er Jahre, die erste war für die Einführung von Carsharing 1992 und die zweite für die Einführung des zweiten Semestertickets in Hessen 1994. Den Umweltpreis der Stadt Gießen verliehen und ich freue mich heute immer noch, dass ich dabei sein dürfte. Schlussbemerkung zu dem Abschnitt. Ich muss feststellen, und das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, gebe ich ehrlich zu, dass die Gießener Verkehrspolitik und was in Gießen im Verkehrsbereich gemacht worden ist, in den 90er Jahren sehr weit an der Spitze, auch nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit waren. Eben das Thema Carsharing. Gießen war eine der ersten 10 Städte in Deutschland, die ein Carsharing-System hatte. Das Marburger System ist nebenbei bemerkt auch von hier aus entwickelt worden. Und das Semesterticket in Gießen war das zweite in Hessen. Ich glaube, es war auch eines der ersten 5 in Deutschland. Danach ist sicher auch noch eine Menge passiert, aber nach meinem Geschmack nicht mehr so viel. Gut, kommen wir zurück nach Kassel. Dokumentarstadt, jeder weiß das hier wahrscheinlich. Nicht nur die 7000 Eichen von Josef Beuys, sondern auch die Regiotram hat Vorbildcharakter und ist was Besonderes in dieser Kultur- und Kunstverliebten Stadt. Die drei Strecken, die heute bedient werden durch die Regiotram, sind ab 2014 im Betrieb. Die Regiotram selber fährt in Kassel seit 2007, also immerhin jetzt schon Erfahrungen über 13 Jahre. Wir bedienen heute drei Strecken mit den Regiotram-Fahrzeugen, 28 an der Zahl sind das. Die drei Strecken, die erste ist die RT3, ich weiß nicht, wer von den Anwesenden hier schon öfters in Kassel und der Umgebung unterwegs war. Die fährt auf der Strecke von Hof Geismar über den Hauptbahnhof durch die Fußgängerzone der Stadt Kassel. Das ist nämlich einer der besonderen Punkte zur Holländischen Straße. Die Regiotram mit der Linie Nummer 4 fährt von Wolfhagen bzw. Zierenberg auch wieder über den Hauptbahnhof und durch die Fußgängerzone. Und die RT5 fährt von Melsungen über den Hauptbahnhof zum Austadion am Rande der Fußgängerzone vorbei. Warum reite ich so auf dem Thema Fußgängerzone rum? Der Witz bei den Regiotrams, so wie ich ihn verstehe, ist nämlich genau der, dass ich nicht umsteigen muss, wenn ich in die Innenstadt will. Gießen hat besondere Vorteile.
Es gibt ja mehrere Haltepunkte auch in Gießen, die sind jetzt nicht meilenweit von der Innenstadt entfernt, aber ich habe schon öfters Leute auch jammern hören, die vom Gießener, ich nenne ihn jetzt mal Hauptbahnhof, weil es gibt ja noch Haltepunkte, bis zur Fußgängerzone einfach weit laufen mussten, und auch der Haltepunkt Neustädter Tor ist eben nur genau für diese eine Linie sinnvoll. Das heißt, für Menschen, die aus dem Norden der Stadt Gießen kommen, ist das interessant. Das Regiotram-Liniennetz, was hier durch die Initiative auch ausgearbeitet worden ist, würde viele, viele kleine Ortschaften im Speckgürtel der Stadt Gießen an die Innenstadt Gießen anbinden. Und dann bräuchte man eben nicht umzusteigen. Und umsteigen wird in der Regel insbesondere von den Menschen, die da drüben auf der einen Spur entlang fahren, gehasst wie die Pest. Die wollen nicht umsteigen, die wollen mit ihrem Fahrzeug von zu Hause, von der Tür bis an den Arbeitsplatz oder an die Einkaufsstelle, an Kulturstandorte, und da soll eine schöne Tiefgarage sein und möglichst der Fußweg 50 Meter betragen. Das ist das Problem des Umsteigens. Was können wir lernen aus dem Kasseler Beispiel zum Thema Klimaneutralität in Gießen? Straßenbahn und auch Regiotrams sind elektrische Fahrzeuge. Damit sind wir schon mal dem Pkw-Verkehr im Moment jedenfalls noch Lichtjahre voraus. Wir brauchen viel weniger Platz. Die Straßenbahn in Form der Regiotram verbindet eben die Stadt, auch die Innenstadt, Punkte, die man gerne erreichen will, egal ob zum Arbeiten, zum Einkaufen, in der Freizeit, direkt mit vielen Ortschaften rundherum durch das Netz. Man nutzt Schienenwege, die es schon gibt. Gießen hat natürlich den kleinen Nachteil, dass es im Moment keine Schienenwege für eine Tram gibt. Das heißt, man müsste auch die Schienenwege für die Tram erst bauen. Aber die vielen vorhandenen Bahnlinien wären eben ein großer Vorteil. Und das Thema Fußgängerzone ist ja in Kassel auch nicht ganz unbekannt. Das wissen nicht mehr so viele, aber 1953 ist in Kassel die erste Fußgängerzone. Die legendäre Treppenstraße, nicht besonders fußgängerfreundlich meiner Ansicht nach, aber eingerichtet worden. Also man kennt sich in Kassel durchaus auch mit dem Thema Fußgängerzone aus. Und die jetzige Fußgängerzone wird im Prinzip von ganz, ganz vielen Straßenbahnen und Regiotrams bedient. Ich habe mich vorhin gewundert, als ich hier saß und die Grünberger Straße nach oben geguckt habe und dachte, naja, ist denn überhaupt genug Platz auf den Gießener Straßen? Aber wer sich nachher das Vergnügen gönnt und mal hier auf die abgesperrte Straße nach oben guckt, der sieht, dass es hier, Jörg Bergstadt hat es vorhin auch schon mal angesprochen, 5 Fahrspuren gibt, nur für Autos, nämlich 2 in beiden Richtungen, und dann in der Mitte ist in der Regel nochmal eine Abbiegespur, und dann gibt es einen Fußgängerweg. Also ein Bürgersteig, wie das so schön heißt, auf dem Autos parken dürfen. Wenn da Autos drauf parken, der ist zwar normalerweise dicke, breit genug für Fußgängerinnen und Fußgänger, wenn da Autos drauf parken, ist das schöne Leben für Fußgängerinnen und Fußgänger vorbei, und Fahrradwege gibt es schon mal gar nicht. In Kassel gab es bis vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren, ist das eingeweiht worden, die Friedrich-Ebert-Straße mitten in der Kasseler Innenstadt, so ähnlich wie hier die Situation. Die Straße sah genauso aus wie die Grünberger Straße an dieser Stelle. Wer sich das im Internet gerne mal angucken will, alles auch auf Wikipedia, die Straße ist umgebaut worden auf heftiges Betreiben des damaligen Stadtbaurats, ein Grüner nebenbei bemerkt. Die Straße ist wunderbar geworden, sie hat jetzt eine Fahrspur in beiden Richtungen für PKWs, sie hat in der Mitte eine eigene Fahrspur für Noteinsätze, wie den wir eben gerade gesehen haben, die Spur wird freigehalten dafür. Sie hat auf beiden Seiten einen eigenen Fahrradstreifen, nur für Fahrräder. Auf den beiden Autospuren fährt die Straßenbahn, die ist jetzt, da fährt keine Regiotram, muss ich zugeben, wäre aber im Prinzip überhaupt kein Problem, wir können auch die Regiotram fahren. Und der Pkw-Verkehr wird sozusagen einsortiert in den fahrenden Verkehr. Und natürlich gibt es auf beiden Seiten auch noch Bürgersteige, die breit genug sind. So, ich komme zu meinem letzten Punkt. Kleiner Ausblick, was ich mir für Gießen wünschen würde und was ich mir so vorstellen könnte. Es werden hier gerne die Kosten diskutiert und auch nach vorne geschoben, von wegen, das ist alles völlig utopisch, was ihr euch da ausgedacht habt, oder in Richtung der Initiative. Der Kollege bei der Gießener Stadtverwaltung, der die Zahl 10 Millionen Euro pro Streckenkilometer in den Raum gestellt hat, den kann ich nur ausdrücklich recht geben. Das ist eine Größenordnung, wie die geredet wird. Ich habe jetzt die Zahl nicht hochgerechnet, was das gesamte Regiotramnetz in Gießen, weil ja auch das Straßenbahnnetz neu gebaut werden müsste, kosten würde. Das, mit solchen Themen beschäftige ich mich manchmal zwar, aber jetzt habe ich das nicht für hier gemacht. Ich würde nur gerne ein Argument hier loswerden, in der Regel, und erst recht, wenn wir das als Modellstadt versuchen würden, werden 80-90% der Infrastrukturkosten durch Bundesregierung, Landesregierung
Und vielleicht könnte man es ja auch mal in Europa versuchen, da muss man nur heftig hinterher sein finanziert. Das heißt, die Stadt Gießen muss natürlich nicht 100% dieser Kosten aufwenden. Damit wäre sie auch wahrscheinlich völlig überfordert und selbst unsere Steuermittel, die wir hier einzahlen, würden dafür nicht ausreichen. Aber das Argument habe ich nicht verstanden. Gut, und damit ich nicht zu viel versprochen habe, ich glaube, die Viertelstunde habe ich jetzt fast ausgereizt. Vielleicht will der eine oder die andere hier auch noch was zum Besten geben oder noch eine Frage loswerden. Ich möchte zum Schluss noch mit einem persönlichen Appell enden. Die Initiative hat hier auch auf das Thema soziale Aspekte hingewiesen. Soziale Aspekte verbirgt sich dann oft auf diesem Modell da aus Papier, kann man das auch sehen, so verbindet sich oft mit dem Thema Nulltarif. Ich bin als Marketing- und Vertriebsmensch, egal ob ich jetzt für die Kasseler Verkehrsgesellschaft aktiv bin oder privat darüber nachdenke, nicht der Meinung, dass man Mobilitätsaufwendungen kostenlos zur Verfügung stellen sollte, und zwar für niemanden. Das ist Aufwand, das kostet Geld, und ich glaube, dass diese soziale Thematik sich ganz anders lösen lässt. Ich möchte natürlich Menschen, die sozial nicht so gebauchpinselt sind, genauso oft und genauso viel in der Straßenbahn und in der Regiotram sehen, wie diejenigen, die sich auch einen Tesla leisten können. Das heißt, ich würde denen dann entweder einen vernünftigen Preis anbieten. In Kassel wird nächste Woche eine neue Sozialkarte eingeführt, die kostet 35 € im Monat, die gilt für das Kassel-Plus-Gebiet. Das ist ungefähr der Teil, der im Hartz-IV-Satz auch enthalten ist. Das passt jetzt auch an der Stelle. Noch lieber wäre mir natürlich, aber das ist jetzt ein ganz persönliches Anliegen, wenn es halt ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, könnte man auch die Kosten für Mobilität abdecken. Und zwar auch die für Fahrradfahren, für zu Fuß gehen, da kann man sich vielleicht mal ein zusätzliches Paar Schuhe leisten, um es auf die Spitze zu treiben, oder auch die eine oder andere Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Also mein Appell an die Gießener Politik, ja, die Viertelstunde, okay. Wann? Am besten übermorgen spätestens. Gestern wäre besser. So, jetzt letzte Bemerkung. Mein Appell an die Gießener Politik ist natürlich, das kam ja heute Mittag auch schon so ein bisschen vor, vielleicht doch noch ein bisschen mehr zuzuhören und natürlich schneller und deutlich aktiv zu werden. Das muss ich als Bürger dieser Stadt. Ich wohne hier 150 Meter um die Ecke und bin geplagt vom Pkw-Verkehr. Ich fahre seit 25 Jahren selbst kein Auto mehr, nur noch ausnahmsweise ab und zu mal Carsharing. Also ich würde mir schon wünschen, dass das alles wieder ein bisschen Schwung nimmt, und zwar den gleichen Schwung, der heute hier bei der Veranstaltung zu sehen war, den nämlich diese vielen aktiven Menschen, die hier versammelt sind, auf die Beine gebracht haben. Und das, finde ich, ist das entscheidende Beispiel, was auch wahrscheinlich alle, die hier sitzen, geben. Wir müssen mit gutem Beispiel auch vorangehen, und Verhaltensänderungen fangen hier auf der Straße an. Und nur wenn wir das gemeinsam machen, werden wir auch andere damit beeindrucken und vielleicht auch einen Teil von denen, die drüben immer noch an uns entlangfahren, dazu bringen, wenigstens ab und zu mal weniger zu fahren. Corona lässt grüßen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Also daneben gibt es das Mikro für Fragesteller, die nicht laut genug sind. Hier auf der Straße ist das schwer. Er hat es geschafft. Da gibt es ein Mikro. Hey, ist das Mikro an? Ja. Okay, und ich habe eine einzige Frage, die ist knapp und kurz und bündig. Lieber Walter, du bist ja hier in Gießen kein Unbekannter. Viele Leute wissen, dass du in Kassel da bei den Verkehrsbetrieben, in der Verkehrsgesellschaft arbeitest. Meine Frage ist, hat dich irgendwann mal jemand von den Stadtwerken Gießen oder von der Stadtregierung in Gießen angefragt und nach deinen Erfahrungen gefragt, die du im ÖPNV gemacht hast? Danke für die unangenehme Frage. Wir sind selbstverständlich auf kollegialer Ebene im Austausch. Also eine der Kolleginnen, die hier für die Stadtwerke Gießen ÖPNV betreibt, ich treffe mich mit der nicht jeden Monat einmal, aber wir sind im Austausch. Das ist typisch für die hessischen Akteure. Aus der Politik muss ich jetzt lange nachdenken. Ich glaube, ich hatte mal das Vergnügen mit der Oberbürgermeisterin am Anfang ihrer Amtszeit und ihrer Kollegin aus der Landrätin über das Thema Mobilitätsmanagement und den Aufbau einer Mobilitätszentrale da drüben im Rathaus unter sechs Augen, wir waren zu dritt. Noch vor Corona ging das gut zu diskutieren. Das war meine letzte Begegnung mit der Gießener Politik im Verkehrsbereich. Wie lange ist das her? Das könnte so, ich glaube, Dietlind Grabe Bolz, die ich manchmal Dietlind nenne,
ist ja jetzt im 11. Jahr oder so, das war am Anfang ihrer Amtszeit, also 10 Jahre ist es schon langsam her. Ich bin aber nicht beleidigt. Wir können hier nichts hören. Das ist jetzt leider auch keine einfache Frage. Das kommt immer darauf an, wie tief ich runtergehen will. Also ich mache das mal an dem Beispiel des Umbaus der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel fest. Da ist eine Größenordnung von 30.000, 40.000 Euro allein für die Planung dieses einen Straßenabschnitts ausgegeben worden. Ich meine, gut geplant und gut überlegt, auch um alles mit aufzugreifen, braucht eben auch Zeit. Das brauchen ein paar schlaue Leute, von denen gibt es mehr als genug in Deutschland. Gott sei Dank inzwischen auch eine Menge Frauen, um das mal hier loszuwerden. Aber man muss eben auch bereit sein, dafür Geld ausgeben zu wollen, und man muss auch bereit sein, sich anzustrengen, um Geld zum Beispiel in Berlin oder in Brüssel abzuholen. Wenn ich sofort das Argument höre, ja, wir haben in der Stadt, im Stadthaushalt nicht genügend Geld für sowas und deswegen können wir das nicht machen oder wir müssen das schmalspurmäßig machen. Heute Mittag ist hier mal eine Zahl genannt worden, da dachte ich, naja, für ein gesamtes Verkehrskonzept für die Stadt Gießen ist das ein relativ niedriger Betrag, der ist schnell ausgegeben. Also das kann man unterschiedlich handhaben, aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, man muss bereit sein, ja, auf die Beine zu kommen und denen, wo viel Geld vorhanden ist. Man sieht es jetzt an den Corona-Themen, auch bei denen vorstellig zu werden, und da muss man nicht bitten und nicht betteln, sondern dann muss man eben auch sagen, ich will gerne mal ein Modellprojekt machen für die Stadt Gießen. Die Stadt ist was Besonderes, sie hat mehr als 30.000 Studierende, die hier studieren, in so einem Städtchen, das ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass die jetzige Hessische Landesregierung in der Farbkonstellation, wie sie heute ist, ist ja so ähnlich wie in Gießen, nicht ganz so breit, aber ähnlich. Ich glaube, dass es dafür auch Gelder gäbe. Gehen wir also mal davon aus, wir brauchen einen Sponsor. Wie wäre es mit Fraport? Die haben 9 Milliarden. Ich finde die gut. Und die Spaßkasse. Auch toll. Toller Verein. Wir brauchen Sponsoren. Was ist die Frage? Das war keine Frage, das war eine Antwort. Ich danke. Mach mich aus. Okay, da will ich jetzt mir es doch nicht verkneifen. Ich glaube, die 9 Milliarden war jetzt eine Verwechslung. Ich meine, das wäre die Lufthansa gewesen, aber tut nichts zur Sache. Sie sind genauso. Fraport auch 9 Milliarden. Super. Ich darf es zwar hier nicht verraten, ich tue es jetzt trotzdem. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Fraport und Lufthansa sofort nach dem Corona-Shutdown das Jobticket, was da eine Größenordnung von 50.000 bis 60.000 Menschen betrifft, mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund verhandelt hat, nach dem Motto, die fahren doch jetzt viel weniger, deswegen zahlen wir jetzt auch weniger. Die Studierenden in Gießen, die Studierenden in Kassel, die Studierenden an allen Standorten in Hessen sind nicht im Traum auf die Idee gekommen, über ihr Semesterticket zu verhandeln, obwohl es natürlich viel weniger gefahren sind. Das, finde ich, ist das richtige Vorbild, von wegen Sponsoren. Du, ich hätte eine Frage an dich. Wenn jetzt die Stadt von heute auf morgen entscheiden würde, okay, wir wollen das Ding mit der Regiotram angehen, dann meine ich zu wissen, dass du damit, weil du hast ja recht, 80-90% kann man über Fördergelder einwerben, aber dann muss ich zuerst eine Machbarkeitsstudie machen. Das ist richtig, ne? Wie lange dauert denn so eine Machbarkeitsstudie, damit man überhaupt hier mal abschätzen kann, wann denn... Das bedeutet, selbst wenn wir heute damit anfangen würden und den Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung fällen würden, wir machen es. Also das hat mich vorhin eine hochgeschätzte Verkehrspolitikerin der SPD, das kann ich auch verraten, auch schon gefragt. Die will das auch noch erleben. Die ist ein bisschen älter als ich, nicht so dramatisch. Aber 2035 null kann die Regiotram hier fahren, wenn man das jetzt will. Die Machbarkeitsstudie muss nicht 10 Jahre brauchen. Ich mache Machbarkeitsstudien dann 10 Jahre lang, wenn ich mir im Voraus klar bin, ich will das Ding niemals haben. Dann kann ich Machbarkeitsstudien bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag treiben auch. Das ist keine große Kunst. Aber wenn ich eine Machbarkeitsstudie mache, weil ich machen lasse, die muss jemand machen, der Profi ist oder die Profi ist, dann ist das in einem Jahr oder zwei getan. Und ich behaupte, wenn guter Wille vorhanden wäre und man das Geld zusammentrommelt, dann fährt hier im Jahr 2035 eine Regiotram.
Eine Nachfrage hätte ich jetzt noch, also ich mache ja Oppositionspolitik von der Linken, damit du das auch weißt. Wir hatten den Antrag gestellt nach so einer Machbarkeitsstudie und die Stadt hat erstmal in-house ein Jahr geprüft. Kannst du das nachvollziehen, warum man das erst in-house prüfen musste ein Jahr lang? Naja, das habe ich eben schon, glaube ich, im Voraus beantwortet. Also wenn ich die Machbarkeitsstudie mache, um die Nichtmachbarkeit vorzuführen, dann mache ich das in der Regel erstmal inhouse-mäßig. Das muss nicht immer so sein. Also wenn ich genügend Expertinnen und Experten habe in meinen eigenen Reihen, also die Stadtkasse ist ein bisschen größer als Gießen, die hat solches Personal, da kann man auch erstmal damit anfangen, das in eigenen Reihen zu machen. Nur ist mir die Konstellation hier in Gießen nicht gut genug bekannt und ich weiß nicht, ob es hier genügend Menschen gibt, die über so viel Sachverstand verfügen und auch die Zeit dafür hätten. Deswegen glaube ich, Städte dieser Größenordnung lassen das normalerweise von irgendeinem schönen Büro machen. Die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Da sind junge Menschen unterwegs, die gut ausgebildet sind. Die machen das auch gerne und dann hat man das auch. Aber dann, man muss ihnen sagen, in welche Richtung man unterwegs ist. Ist das ernst gemeint? Will ich das auch haben am Ende? Und dann lasse ich das von jemandem machen, der das kann. Darf ich noch eine Frage stellen? Stefan Kannwischer, AG Holloftalbahn. Hört man mich? Okay. Wir kämpfen seit fast 20 Jahren dafür, dass im Speckgürtel von Frankfurt die Holloftalbahn wieder Richtung Friedberg-Frankfurt fährt. Es war ein Verbrechen, sie stillzulegen und jetzt wird verzögert. Und es wird uns jetzt 2025 genannt, bis sie wieder in Betrieb nehmen. Gut, das müssen wir hinnehmen. Bei der Lundertalbahn ist es genauso. Jetzt ist die Frage, die ich stelle. Wir haben ja gehört, Kassel ist ein bisschen größer. Aber wir haben natürlich mit Marburg, Wetzlar und Gießen ein Oberzentrum-Städtedreieck, was natürlich auch optimal verbunden werden könnte. Und wo das Umfeld und das Umland natürlich auch intensiv in die ÖPNV-Ströme eingebunden werden müsste, um Verkehr zu reduzieren. Weil es nutzt ja nichts, wenn man das nur auf Gießen betreibt und die Lahnauer haben keine Möglichkeit, hier vernünftig herzukommen. Frage, halten Sie das für sinnvoll, diese Oberzentrumsoption zu betrachten oder sollte Gießen das lieber allein machen? Das sind ja lauter so schwierige Fragen hier. Also mit dem Herzen bin ich natürlich für die Region, ganz klar. Wetzlar, Gießen, Marburg, ich kann es jetzt im Kopf so schnell nicht ausrechnen, aber da sind wir in der Dimension Kassel, glaube ich, von der Einwohnerzahl und Einwohnerinnenzahl, 200.000 und ein bisschen mehr. Wir hatten ja hier so ein Modell in den 70er Jahren, da war ich schon geboren immerhin, aber noch relativ jung und die meisten, die so in meinem Alter sind, erinnern sich vielleicht noch so ein bisschen dran. Das hat damals ganz furchtbar nicht geklappt in der Zusammenarbeit. Vielleicht ist ja die Zeit heute eine andere, dass man so eine Zusammenarbeit machen könnte. Ich würde das sehr begrüßen, wenn das passieren würde, aber wenn es darum geht zu entscheiden, kriege ich das dann nur ganz schwer auf die Beine, so eine Dreierkonstellation. Dreierkonstellationen sind immer schwierig. Oder fange ich dann erstmal bei mir an, dann wäre ich, obwohl es mir im Herzen wehtäte, wenn man die beiden Städte, die gut mit Gießen verbunden sind, noch gut verbunden werden können, aber ich meine nicht nur mit dem Fahrrad zwischen Gießen und Marburg oder Gießen-Wetzlar, wenn man das bei außen vorlässt. Also da muss man drüber nachdenken, da braucht man die richtigen Leute dafür in den drei Orten. Da braucht man die richtige Politik für. So, noch eine Nachfrage. Ich danke für die Antwort, aber ich möchte zu bedenken geben, mit dem Umland sind wir bei über 300.000 Einwohnern. Ja? Und das ist eine Hausnummer. Und wenn man bedenkt, dass das Zentrum in Mittelhessen ist, um auch zukünftig sich entsprechend aufzustellen gegenüber dem Ballungsraum Rhein-Main, der ja viel mehr Einwohner hat, natürlich auch viel mehr Förderung erfährt. Aber man muss bedenken, zum Beispiel Gateway Gardens, eine Station in Frankfurt in der Innenstadt hat, soweit ich weiß, 250 Millionen Euro gekostet. Und warum ist man nicht in der Lage, dann für 300.000 Menschen ein vernünftiges Verkehrskonzept zu entwickeln und dann auch dort das Umland vernünftig einzubinden? Danke. Die Antwort ist einfach, man muss in der Lage sein, sowas zu machen. Und natürlich sind sogar deutlich mehr als 300.000 hier an der Stelle. Und Gateway Gardens war ein Kinderspiel im Vergleich dazu. Das Geld hat keine Rolle gespielt. Man wollte das am Flughafen, um Flughafenförderung zu betreiben. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und dann geht das natürlich. Aber das ist genau das Beispiel von vorhin. Wenn ich Bundes-, Landes- und sonst wie Mittel akquiriere, kann ich Bauprojekte über die Bühne ziehen. Von denen können wir nur träumen. Man muss das wollen und muss sich mit den Kolleginnen und Kollegen auf der politischen Ebene zusammentun. In Wetzlar und in Marburg.
von Gießen aus. Gut, ich glaube, das war jetzt die letzte Frage. Herzlichen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Es war jetzt ganz nett hier. Und ich wünsche uns allen gutes Gelingen bei den nächsten solchen Veranstaltungen. Danke.